willkommen zurück zu Final Fantasy X. Wir sind noch in Makalaniawelt. Jetzt im nächsten Kampf. Ja. Wir sind auf dem Weg zum nächsten Tempel. Stehen irgendwie kurz davor oder so. Jedenfalls müssen wir hier das auf jeden Fall so machen, dass wir ordentlich trainieren werden, kurz bevor wir da ankommen. Auf jeden Fall sollten wir es schaffen, zum Gasthaus zu kommen, was kurz davor ist. Ich weiß, das war jetzt wieder ein Spoiler, aber kurz davor ist ein Gasthaus. Ja, blöd für mich. Denn dort werden wir auf jeden Fall, oder ich werde die Zeit nutzen, dort zu trainieren. Sollten wir hier jetzt relativ schnell durchkommen, ist das natürlich eher unschön gerade. Da ich ja das gerne so haben möchte, dass nicht viel vom Trainieren aufgezeichnet wird. So. Denn ich hab's lieber, sag ich mal, wenn man größtenteils von der Geschichte was mitbekommt. Sicher, das Leveln hier gehört mit dazu, aber manchmal tust du sehr langwierig leveln und das muss ja nicht sein. So, hatten wir Walker? Walker hatten wir schon. Dann nehmen wir mal Yuna. Für Ex-Wasser. Shield us from watery woe. Das hatten wir aber schon mal eingesetzt. Warum die jetzt nochmal den Spruch dazu bringt, keine Ahnung. Oder hat man das schon mal? Ich weiß es nicht. So, dafür kann ich jetzt Lulu wieder verwenden. Die macht das mit der Schwarzmagie. So. Ja, nicht ganz schade. Angreifen kann ich nicht. Das ist Quatsch, wenn ich das jetzt mache. Weil da heile ich das Teil. Er tut da weh. That's how it's done. So wird das gemacht. Und da purzeln die Level nach oben. Schön, schön. Weitere Schmetterlinge. Halt, da ist eine Kiste. Gerade so aus dem Augenwinkel gesehen. Maria, eine Chimäre. Was ist denn hier los? Greif mal ganz normal an. Feuer war die Hälfte, also Blitz. Hat man auch noch nicht. Das können wir mal nehmen. Hat man schon, aber jetzt hier. Bei dem Teil hat man das noch nicht. Bloß Eis hat man ja verwendet. Und die haben wir jetzt alle. Jetzt könnte man Yuna nochmal nehmen. Wie werden die? Oh, die hat auch nicht mehr viel MP. Aber es geht noch. So. Kimani hat mal. Wir könnten unseres nehmen. Ach nee, nehmen wir erstmal Rico zum Bestehlen. Jawohl. Nicht mal so viel. Ja. Bringt zwar nicht so viel, wenn ich damit angreife, aber okay. Braucht man nicht. Den hat man jetzt noch nicht. Rocker, glaube ich. Vielleicht lohnt sich ja der Blindhieb. Scheint blind zu sein. Aber wenn ich jetzt mit Rico da angreife, das ist Schwachsinn. So viel Angriff hat die dann doch noch nicht. Ha! Daneben! Noob! Let's end this. Schluss jetzt. Du sagst es.
Noch nicht ganz. Aber jetzt. Na, Walker sieht man auch selten in diesem Screen. Wieder Screen. Screen. Meine Güte, in diesem Bildschirm. Bin verwirrt. Lasst mich. Okay. Egal. So. Owen, greif den an. Jawohl. Schwarzmagie, was ist denn das Eis? Dann nehmen wir... Ja, das Normale, das reicht zu. Oder auch nicht. Das finde ich nicht gut. Spezialdragonik. So. Owen tauscht schon mal ein gegen Rico, die macht das einmal so. Der Potion ist immer gut. Yuna hat man auch noch nicht. Okay. Nein! Yuna. Reismagie Medisa. Oder Medica, könnte man auch sagen. Ich wollte gerade sagen, jetzt der nächste wieder. Ach stimmt, hast gemacht, das wäre auch noch so eine Sache. Könnte man verwenden. Machen wir doch mal. Relax, take it easy. Immer mit der Ruhe. Da sieht man gleich langsamer geworden. So, klauen wir mal das Teil eben. Goldnadel ist immer gut. So. Ja. Komm mal. Thinking isn't solving anything. Bringt nichts. Du sagst das. Oh, jetzt können wir schon 12 Stufen aufsteigen. Das wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Ach, Mann. Oh, nee. Och, nee. Das sind viel zu viele. Mach mal beten. Okay. Daneben. Dafür hat das Teil auch daneben getroffen, das ist gut. Ja, komm, nimm mal Lulu. So. Auf wen haben wir ihn jetzt gestohlen gemacht? Ich glaube auf den mittleren, ne? Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke mal ja. So, dann machen wir das jetzt nochmal beim letzten. Ah, Diebstahl fehlgeschlagen. Verdammt, wir haben es doch bei dem anderen gemacht gehabt. Hihi, verdammt. Da muss man halt die jetzt so runterboxen. So, wir hatten Walker noch nicht und Owen noch nicht. Gut, dann sind die in der nächsten Runde dabei. Owen, haben wir da. Au, das tut weh. Immer noch. So, jetzt kann ich mir aussuchen. Wen greife ich zuerst an? Ich könnte allerdings auch heilen. Denn Lulu ist, denke ich mal, sehr wohl in der Lage, das Teil zu grillen. Brauche ich nicht mal einen Eiszauber für. Sag ich doch.
Oh, wie arrogant der Herr. Metallreif. Nein. Nein, ich habe den Schmetterling berührt. Geht weg von mir. Ich will das nicht. Oh, Speicherpunkt. Speichern. So. Easy. Also schaffen wir es doch noch. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall trainieren. So, Walker. Welcome. Was zum Holiday also? Prices on all items in celebration of nice to see more Guado's wedding. Der weiß doch schon davon, kann ich sein. Zeig mir das Ausrüstungsoffering. Ja, genau, Sonnenschwert. Präventivschlag ist natürlich nicht schlecht, ne? Blindstück, Eisbombe. Fata Morgana. Kraftfaust. Von wegen billig, der Typ ist doch nicht glatt. Too expensive, you think? Ja, natürlich. How about this? Ja, zeig mal her. Ja, damit könnte man besser leben als im Hotel. I'll go with these prices for a while. Was? Nein. Welcome. Da hält der es echt gleich noch dabei. Der Hund ist nicht sauber. Goldnadel können wir auch nochmal verkaufen. So. Mach doch, was du willst. Wait. It is here. Somewhere. What's here? Something you should see. But, Sir Orin. It won't take long. Huch, ich habe die falsche Taste gedrückt. Uno momento. Verdammt. Okay. Kurzen kleinen Schnitt. Ich hoffe, ich merke mir das. Wenn nicht, muss ich das irgendwie mit in die Beschreibung reinmachen. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich wollte eigentlich bloß die Alt-Taste drücken, damit man mich wieder hört. Ich habe mich gerade wieder gemutet gehabt, um zu hüsteln. Aber ich bin irgendwie versehentlich gerade auf die Windows-Taste gekommen. Verdammt! Das tut mir natürlich leid. Aber wir schauen uns mal an, was es hier so gibt. Ein Buch vielleicht? Wartet mal. Oder eine Kiste? Nee, hier ist überall nichts. Okay, dann gehen wir geradeaus. This place. It's just water, isn't it? This is what spheres are made of. It absorbs and preserves people's memories. What's that? Negative Erinnerung. Fiends are also attracted to these places. Nicht durchschaubar. Ha ha ha. Na, schönen Dank auch. Zum Glück habe ich gespeichert. Ich weiß nicht, Blindhieb bringt wohl nichts. Ja, immun ist ja Quatsch. Vielleicht hätte Stummhieb was gebracht. Das schmerzt aber. Wir sollten auf jeden Fall Kraft und, ja, Dings machen. So, Feuer setzt es ein. Ich weiß nicht, ob Blitz da ganz gut ist. Wir probieren es mal aus. Ach stimmt, Blitzhalter. Ah. It absorbs all spells except its one weakness. Ja. Das wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Ich weiß nicht. Blitz hat's absorbiert. Ich glaube, Eis war relativ gut. Ja, Eis sieht gut aus. Standbild.
das war jetzt ein extremes Standbild, liebe Leute. Das war krass. Jeder geklaut. Bringt der so viel? Eieiei. Jetzt hat's Wasser, alles klar. Warte mal, wenn es jetzt Wasser hat. Haha, es hat Wasser. Könnte ich eigentlich Blitz einsetzen? Ich kann es nur probieren. Natürlich nicht. Haha. Also weiter nice. Zauber, gegen die es nicht anfällig ist, werden absolviert. Ja, das habe ich gemerkt. Danke. Wasser und Blitz. Okay. Dann... das nochmal. So, bitte mal beten. Probieren wir es nochmal. Ja, funktioniert weiterhin. So, und wir werden weiterhin beten machen. Also momentan kann ich bloß mit den dreien angreifen, denn die anderen machen jetzt, sag ich mal, nicht so viel Schaden. Die Blauen macht ja auch gerade nicht so viel. Daneben. Macht zwar Anfälligkeitswechsel, aber das bringt nicht so wirklich uns weiter. Gegen Feuer wird es, denke ich mal... Warte mal, gegen Feuer ist es eigentlich effizient, würde ich sagen, denn jetzt setzt es auch noch Blitz ein. Aber mit dem Mega-Leck vorhin, das konnte ich nicht verstehen. Das war mir ein bisschen zu hoch. Ahahaha. Jetzt hat's Blitz. Das heißt, ich muss jetzt auf Wasser? Warte mal. Tatsächlich. Na toll. Wie soll ich das herausfinden so schnell? Das Einzige, was mir einfällt, würde vielleicht mit Hast gehen hier. So, kurz nochmal beten. Mal auf Death und... okay, Wasser absorbiert jetzt wieder. Probieren wir mal Blitz wieder. Nee, Eis. Halt. Ich mache mal nochmal Weißmagie. Hast auf Lulu. Probieren wir gleich nochmal Eis. Jetzt kann ich bloß austesten. Okay, auf Wasser kann ich immer noch Eis einsetzen. Jetzt hat es wieder gewechselt. Oh, Bäumchen, wechsel dich. Einfach weiterhin beten. Viel mehr kann es uns ja nicht abziehen. Das war schon ein bisschen mehr. Okay, weiterhin.
Ah, nee, jetzt tut's Eis einsetzen. Das heißt, wir gehen auf Feuer. Und wenn hier jetzt Yuna auch nochmal hasst, denn ich glaube, die Heilung werden wir jetzt auch brauchen, die von Beten hier ausgeht. Ja, ich denke schon. Es hat jetzt wieder gewechselt. Gehen wir mal in Verteidigungsmodus. Okay. Feuer wieder. Alles klar. Oh, vernichtet. Hatte ich auch schon mal schwerer in Erinnerung. Wahrscheinlich, weil ich die ganzen Mobs immer bloß übersprungen hatte. Nicht so wie jetzt hier im Let's Play die ganzen Mobs immer mitgenommen habe. Na gut. Ich hoffe, ich hatte alle Charaktere. Es wird ein ordentliches Sümmchen-EP geben. Jax Spheroid gefunden. Oh ja, 4800. Gibt gut EP. Zweimal Level 2 Spheropass. Wow, this is old. Don't know if you can play it back. Jacked. Left it here 10 years ago. Play it back. Mhm. What are you taking? Well, you said it was gonna be a long trip. We'll be seeing a lot of neat things, right? So I thought I'd record it all in this. To show to my wife and kid, you know. This is no pleasure cruise. Hey, Braska. Ain't this supposed to be a grand occasion? We're the cheering fans, the crying women. This is it. Too many goodbyes. People think twice about leaving. If you say so. Well, it better be a lot more colorful when we come back. A parade for Braska, vanquisher of sin. We should go. Day will break soon. Auron, could you stand closer to him? Good. That should do it. What's the matter? Afraid I might bite? Jacked. Braska, you should take one too. It'll make a great gift for little Yuna. I suppose. Lord Braska, we shouldn't be wasting our time like this. What's the hurry, man? Let me tell you what the hurry is. Auron! What's the point? He wasn't on some pleasure cruise. I think there's more. Es ist so hell! Ah! Hey, if you're sitting there watching this, you're stuck in Spira like me. You might not know when you'll get back home, but you better not be crying. Although I guess I'd understand. But you know what? There's a time when you have to stop crying and move on. You'll be fine. Remember, you're my son. And, well, never mind, I'm no good at these things. Anyways, I believe in you. Be good. Goodbye. He sounded almost serious, but it was too late. He was serious. Jacked,
had already accepted his fate. His fate? Jack T. He was always talking about going home to Xenarkand. That's why he took all those pictures. To show them to you when he returned. But as he journeyed with us, and came to understand Spira and Braska's resolve, it happened gradually. But Jack changed. He decided he would join Braska in his fight against Sin. So then, he gave up going home? That was his decision. I guess I understood. My old man, he knew there was no way back home, back to Xenarkand. He wanted to go home, but he knew he couldn't. He couldn't go on until he accepted it. Besides, even if he had found a way back, I don't think he would have left his friends behind before their journey was complete. All right, let's go, guys. Maybe I had to start accepting my own fate. Jack Sphaerid über ganz Spira und sind Sphaerin verteilt, die Jacks Aufnahmen von vor 10 Jahren beinhalten. Jetzt, da die Sphaeromasse besiegt ist, wurden all diese Sphaerin entsiegelt. Arwen hat die Ekstase-Tech Hollower Sidereth erlernt. Ach, die ist cool, die fetzt eigentlich richtig. Wait. Was denn nur noch? Ja? Jack loved you. Oh, come on, please. He just didn't know how to express it, he said. Enough about my old man, okay? I just thought you should know. Okay. Thanks. Hey, so, wir machen jetzt erstmal weiter. Theoretisch müsste ich eigentlich Schluss machen, aber ich will noch zum Gasthaus kommen. Das ist nämlich gleich hier hinten. Ist der... Ja, der Speichersphärit ist noch da, aber da hinten ist auch gleich noch einer. So ist es nur nicht. Oh, gut. Ah, da sind wir schon. Und da liegt ein Büchlein. Aber 16. Wir haben eins schon wieder übersehen. Wir hatten vorhin die 14. Ach, Mist. Puh. Warte mal kurz. Die möchte ich jetzt nicht bekämpfen. Denn ich will... Ja genau, greif zweimal an! Ich wollte erstmal bloß ins Gasthaus. Diese Mistkröten hier. So. Kurz das, Spezial und tschüss. So. Gut. Dann schnell rein. So. Endlich da. Was haben wir hier? Achso, die Olbet-Lexikon zu... Das ist Schwachsinn. Warte mal. Nein. So, gut. Hatten wir zwar vorhin schon, aber okay. So, wir gehen jetzt hier an den Speichersphärien. Oder nee, ich sage, wir machen jetzt erstmal hier Schluss. Ich tue in der Zeit leveln und wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal, morgen oder so, wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.